Ja, hallo, hier aus Bad Camberg. Heute war die Pressekonferenz vom C-Ligisten SV Bad Camberg. Die zwei neuen Trainer sind vorgestellt worden. Carlos Schott, Marc Blasquez, beide vom RSV Weiher. Beide werden nächste Saison hier in Bad Camberg das Trainerzepter schwingen. Ja, kommen wir mal kurz dazu. Carlos, was waren die Beweggründe, hier nach Bad Camberg zu gehen? Man muss einfach sagen, wir kennen einen Teil schon aus der Mannschaft, wir kennen Rufen gut. Also Camberg ist in erster Linie uns sowieso ein Begriff, weil wir aus Camberg und Umgebung kommen und wir einfach gesagt haben, wir sind jetzt in einem Alter, wo wir einfach was Neues ausprobieren wollen, wo wir in die Richtung mal gehen wollen, Spielertrainer, und es hat sich halt ergeben. Und gerade aufgrund dieser räumlichen Nähe haben wir doch eine gewisse Verbundenheit dazu und haben uns dann einfach dazu entschieden, okay, das zu machen. Super. Marc, du hast aktuell einen Kreuzbandriss, haben wir eben erfahren. Das heißt, am Montag wirst du operiert. Das heißt, du stehst am Anfang der Saison erstmal nicht zur Verfügung. Nee, erstmal nicht. Ich werde erstmal von draußen die Sache beurteilen müssen und können. Aber ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut, ich und Carlo. Und ich versuche dann recht schnell auf die Beine zu kommen und wieder, okay, gegen Ball treten zu können. Ja, eben hat Harry Zobel erwähnt hier, dass mit der jungen Mannschaft, die aktuell hier im Kader ist, hohe Ziele gesteckt wurden. Also sprich, aktuell ist ja Bad Camberg auf dem Relegationsplatz. Also vielleicht klappt es dieses Jahr noch mit dem Aufstieg in die B-Liga. Harry Zobel meinte, Kreisoberliga ist das Ziel in den nächsten 3-4 Jahren. Carlos, was sagst du dazu? Ja, also der Harry hat uns schon hohe Ziele gesetzt auf jeden Fall und setzt uns auch damit schon unter Druck. Wir gehen es aber erstmal locker an, versuchen das ein bisschen beiseite zu lassen. Das ist wirklich eine junge Mannschaft. Wir haben uns auch Spiele schon angeguckt in Wilsenroth und sind fest der Überzeugung, dass da einiges an Qualität dahinter ist und die Mannschaft gut entwickelbar ist. Und wir uns natürlich dann auch auf mittelfristig oder auf eine gewisse Sicht schon sportlichen Erfolg zu haben mit der Mannschaft. Alles klar, super. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Glück. Nächste Saison hier in Bad Camberg. Danke, dass ich da sein durfte. Und ja, FLW24 TV hier live in Bad Camberg. Dominik Groß ist hier vor Ort.